Hallo und herzlich willkommen bei Curse and Serentine. Mein Name ist Curse, willkommen in meinem neuen Projekt und zwar Master Reboot. Also das Spiel habe ich bei Pandoria mal gesehen und fand das irgendwie super interessant. Also mag sein, dass es jetzt nicht das, also der Newcomer des Jahres ist oder das perfekte Spiel oder so, aber irgendwie hat mich das gereizt. Ich weiß auch nicht. Also ich muss es auf jeden Fall mal ausprobieren und ja. Okay. Ich bin auch mal gespannt, was ihr davon haltet. Also ich habe hier nur einmal ganz kurz reingeguckt, nach den nächsten 3 Minuten oder so gezockt und jo, das war es eigentlich auch schon. Ja, ich muss hier rein, genau. Ja, so. Ist alles noch Tutorial, also ich muss jetzt so ein bisschen über Baumstämme springen und so, aber ja, oder klettern und ja, mal gucken. Ne? Ich bin selber gespannt. Ich habe auch nicht, also extra nicht weit geguckt, damit ich mich nicht zu sehr spoiler, weil das für mich irgendwie klar war, dass ich das Spiel selber zocke bzw. auch Let's Playen werde. Wie kletter ich? Hier? War's hier? Ja. Ducken. Wo ging's weiter? Echt hier? Nein, hier geht's zurück, ne? Ich glaube schon. Ja, schauen wir mal. Oh, hier ist Ende. Doch springen? Oh, doch springen. Okay. Okay, ich habe nur begrenzte Ausdauer. Genau, jetzt bekomme ich eine Axt, mit der kann ich mich hier irgendwo durchprügeln. Was hier? Ja, gut, okay. Auch. Okay, das reicht, glaube ich. So. Na? Ja, okay. Nein? Immer noch nicht okay. Jetzt aber. So. Weiter geht's. Wollen wir bestimmt hier hin, oder? Ist das nicht schon so ein Ding? Die Käfer an. I'm ferocious? Okay. Ich werde dir keine Gnade zeigen. Was ist das denn ferocious? Stimmt so irgendwie so Wildtiermäßig. Feral abgeleitet habe ich das jetzt einfach mal. Mhm. Bestimmt falsch, aber ist ja egal. Ah, dann komme ich weiter, okay. Ich will das Entchen. Ist das eine Ente? Ja. Ah, der Sound ist geil. Schon wieder was für mich. Eigentlich noch viel mehr für Serentine, aber naja. Kann sich das Spiel auch mal angucken bei mir. Hier komme ich wieder zurück, oder? Das ist doch bestimmt das Ganze von der anderen Seite. Das sieht so aus da hinten. Okay. Okay, hier. Oh, nein, hier auch nicht. Wand. Überall Wand. Ich habe jetzt ein Quietschentchen, ne? Jetzt muss ich ja mit dem Quietschentchen irgendwie weiterkommen. Das geht ja nicht. Oh. Ich gehe mal wieder hier hin. Gucken, ob hier das Quietschentchen irgendwas kann. Nein, ist nur er hier. Ah. Du? Hier? Hallo? Tja. Machen jetzt mit der Kackente. Und ja, manchmal springt man eine Maus so hin und her. Hier vielleicht weiter. Okay. Alles klar. Kann ich da nicht rein vorher? Ja. Nochmal schieben geht auch nicht. Ach, ihn schieben jetzt. Okay. Okay. Okay, hier ist wieder eine Wand. Hier komme ich rüber. Nein, den kann ich aber drauf einschlagen. Einfach weghacken. Na, doch nicht? Ach, egal. Geht so. So, und jetzt? Da ist eine Treppe. Da gehe ich hin. Okay. Na. Ah, Entchen. Okay, ich glaube, wir haben den nächsten Abschnitt geschafft. Ja. Zack. Löp doch. Läuft wie am Schnürchen hier.
Okay. Okay. Einverstanden. Was halt so dunkel wäre. Wirsch. Okay. Dann erzähl mal. Mystery Foundation. As a new employee, you are now a part of our ever-growing family. A family that provides 2 million users with entertainment, comfort, and happiness every day. Family voted number one in Decade Magazine's most influential companies of all time. A family committed to bringing people together. But what does Mystery actually do? We are proud to introduce to you the Soul Cloud. The Soul Cloud. Users upload their memories, together with vital personality statistics and traits, to our dedicated servers. Okay. Where our industry-leading engineers sculpt this information into digital cities, towns, and gardens. Upon the user's expiration, a digital soul is created which can relive these memories again and again. What's more, the deceased's family and friends can visit their soul whenever they like, making death a thing of the past. But where do you come in? As part of the Soul Cloud's maintenance staff, you'll be working together with Seren, the cloud's innovative security system, to do whatever it takes to ensure the smooth running of the system, from recovering vital data to walking Mrs. Smith's digital dog. As a Mystery Foundation employee, you are now a part of our family. Together we can make the impossible possible. Alles klar. Also ich sorge dafür, dass gespeicherte Erinnerungen bzw. gespeicherte Seelen so bleiben, wie sie sollen und nicht korrumpiert sind oder so. Kann das sein? Habe ich das richtig verstanden? Intrusion attempt detected. Initiating quarantine. Alter! Okay. Oder irgendwie auch nicht. Ich glaube, der will mich löschen. Aua! Alles klar. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Händchen. Und jetzt? Geht's hier nie weiter, Leute. Hier fehlt ein Gegenstand, denke ich mal, ne? Weil, ja, so. Also liegt nirgendwo was, oder? So, die Tür. Aber hier war doch auch nichts. Wenn ich hier weiter reinlaufe, geht auch nichts. Springen oder so. Benutzen geht alles nicht. Na, ich denke, das geht erst, wenn ich da das fehlende Teil hinlege. Ja, aber wo ist er? Ach. Ne, du auch nicht, okay. Oder? Das sah so komisch aus. Okay, dann halt nicht. Ja, was sonst? Fängt ja gut an mit dem Spiel. Ach, herrlich. Der Curse, der verkackt's wieder. Schick gar nichts hier, du. Kann ich hier echt nichts aufheben? Irgendwas machen? Oh, doch, die Ente. Warum ging das gerade nicht? Ich hab's versucht. Ich habe versucht. Handbook for New Employees. Welcome to the Soundcloud. Entschuldigung, keine Werbung. Welcome to the Soul Cloud. Ja. Und jetzt? Ah, okay. Warum muss ich Enter drücken zum Weiterblättern? Was sind diese Enten?
Diese Enden enthalten Nachrichten von Familien und Freunden, die von der aus der Welt der Lebenden gesendet wurden. Ich hab's heute nicht mit Englisch, deswegen ich bin noch ein bisschen neben mir gerade. These messages are personal and employees are reminded that they should not be accessed unless they feel that the message contains dangerous material such as viruses, explicit images or inappropriate information that may upset the relevant resident. Also im Endeffekt, die Mitarbeiter sollten diese Nachrichten nicht öffnen oder lesen, es sei denn, sie haben Verdacht, dass da ein Virus drin ist oder irgendwelches Material, was sie nicht in an diese Seelen weitergeben wollen. Sollten, wie auch immer. Aber ganz ehrlich, ich wette, ihr könnt das alle besser und schneller übersetzen als ich hier gerade, oder? Dann lasse ich das einfach mal sein. Aber ich könnte es vorlesen, wenn ihr wollt, ne? Okay. Ich versuche mir das gerade mal einzuprägen, wofür die Würfel gut sind. Induction. Ah, sehr cooles Achievement. Induction. Aber das habe ich ja durch, ne? Das gleiche, okay. Sehr stressig. Ah, kannst du? Okay. Unwillable. Ich hab's schon wieder gesagt. Ich würde gerne den Titel sogar so machen, aber das geht auch nicht. Kann man ja nie bringen. Das kann ich auch nicht bringen. Sagt denn die Folgenlänge? Ich glaube, die erste Folge könnte ich hier mal ganz gut abschließen. Ich mache auch direkt weiter, die nächste, aber ja. Ne? Das heißt, bis hierhin schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss.